Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays und ich kann es nicht fassen, Activision hat wirklich auf uns gehört. Beziehungsweise natürlich nicht nur auf meine Community, aber auf alle und sie haben der Beta eine Minimap hinzugefügt und da ist nur noch kein feindliches Feuer drauf, aber ich vermute mal, dass das eigentlich der Indikator dafür ist, dass das einfach noch nicht ausgereift ist, aber dass es im Hauptspiel dann klappen wird. Richtig geil, ich habe jetzt einfach mal ein paar Runden damit gezockt und es hat schon viel besser geklappt. Viel Spaß damit, let's go. So Leute, los geht's hier auf der, finde ich, besten Map. Also diese Cave-Map mag ich leider gar nicht. Die hier ist aber ganz cool. Die scheiß Tür auf, bitte, mein Gott. Durch Tür schauen, armer Nakoi-Fisch. Wir müssen jetzt hier, wenn wir hier oben chillen, ist natürlich riskant. Aber der hat absolut in your face bekommen. Die auch. Und lass mal kurz deine Nate und nochmal zurückziehen. Darf ich hier bitte durchgehen? Okay. So. Dröhnchen ist da, Freunde. Haben die alle schon wieder Geist? Danke. Aber... Nein! Ah, unlucky, Mann. Schade, egal. Schöner Start eigentlich. Man muss erstmal so voll damit klarkommen, wie man dieses Spiel spielt. Ey, ich finde das einfach noch ein anderer Hase. Aber das ist mit den Waffen so, wie die sich anfühlen, das merkt man sich relativ schnell, finde ich. Digga, alle in Häusern, oder was? Komm, egal. Wir versuchen es. Ah, das hat weh. Hier campen sie auch immer drin. Sehe ich immer, wenn ich da oben campe. Ich finde das so krass, dass hier einfach teilweise so lange nichts passiert. Nein, hätte ich easy beide kriegen können. Verdammt, Alter. Irgendwie immer in den Betas bin ich so der Semtex-Spammer Nummer 1 und ich weiß nicht warum, ey. Immer in der Beta, zack, als ob ich so, als ob die Semtex so das ganze Jahr für mich gesperrt wäre, außer in der Beta. Dann packe ich sie immer aus. Oh, dem hätte ich gerne selber die Ehre genommen. Oh Gott, ich bin gestunt. Alter, wie lange ist man gestunt, Digga? Oh mein Gott, halbe Stunde oder was? 24-Stunden-Video mache ich, 24 Stunden gestunt. Yo! Jetzt habe ich erstmal schön einen weggehauen. Ey, 4 Tode am Stück. Hau rein, Digga. Das Ding ist, man fängt automatisch an, hier so diesen Chill-Playstyle zu machen, weil man halt einfach keine andere Wahl hat. Yo, Digga, es juckt ihn nicht. Ihn juckt es persönlich überhaupt gar nicht. 0%. So, ich versuche jetzt mal irgendwie den Heli hier zu bekommen. Das kann ja nicht sein, ey. Oh, wie er headglitcht. Ach du heilige Scheiße. Nein, Mann. Unlucky. Dümmster Ort der Welt, um eine Rakete rauszuhauen, by the way. Dich hole ich mir. Nein, ich fliege in den Turm rein. Und jetzt holt er mich, Mann. Ich wusste es. Arschloch, Alter. Mann, ey. Das ärgert mich jetzt. Spaß. Na, du kommst nicht davon, Brudi. Und hup, hup ist das Neue. Hup. Nur weil es ja kein C4 ist, macht man Hub. Marcel 25 hat sein Leben nicht in der Kontrolle. Boah, hat ja einen schönen Scuff-Jump kassiert, ey. Gib mal Munition. Voll geil, man kann sich ja ein eigenes Plünderer-Päckchen hinwerfen. Ist gute Änderung. Ist gut. Na, wer Sound? Ah, ha. Dieser Spawn hier hinten, der ist so frustrierend. Och, ich habe ihn erst nicht richtig gesehen. Och, was mache ich für Geräusche? Hier ist safe noch irgendwo einer gespawnt. Ich wusste es! Oh nein, 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 nein. Das, oh, das war mies. Ja! Beide gekriegt. Geil, geiles Gefühl. Kauf mein Merch. Das war lächerlich. Man muss ich ehrlich sagen, das war lächerlich vom Teammate. Ja, okay, er ist unsterblich da hinten. Habt ihr es gesehen? Er ist unsterblich. Er ist unsterblich. Die warten so hart. Okay, den habe ich wenigstens. Munitionskiste bitte. Ah, da hinten ist ein Gegner. Dröhnchen raus. Er ist hier irgendwo neben mir, oder? Jawohl, schön. Ich habe wieder den Marschflugkörper. Bestes Wort, by the way. Kann ich jetzt meinen Heli noch haben? Ja. Nein, er campt immer weg, er campt die ganze Zeit. Ich bin irgendwie der Einzige in meinem Team, der Kills macht. Oh ja, komm, 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 komm. Guck mal, wie alle Gegner und alle Teammates am selben Ort sind. Ja, endlich mal einen geholt, Mann. Wenn ihr es ehrlich wissen wollt, es hat sich gut angefühlt. Immer Königstöter. Jeder Kill ist Königstöter. Sind die alle Könige oder was? Alle die Besten. Ich spiele nur gegen den Besten immer. Jawohl, 25 Kills wenigstens. Ey, immer die Leute, die noch in dieser Slow-Mo weiterschießen. Da denke ich mir auch so, Alter, seid ihr hobbylos, Mann? So, ich probiere jetzt mal diese Waffe aus, die M13.
Noch nie gespielt, keine Ahnung, wie gut ist. Totenstille wird das wichtigste Perk in diesem Game. Mal sowas von safe. Ja, komm, Alter. Mach doch bitte noch ernster, Competitive-Spieler. Alter. Die, guck mal, wie die traden, Digga. Sind wir hier im Comp-Match? Wenn man durch Türen geht, es knallt so heftig. So, in your face, man. Come on. Seid ihr. Die Maps sind alle so riesig. Guck mal, wie weitläufig diese Map ist. Man denkt, man ist schon auf der anderen Seite. Da geht es immer noch 400 Meter weiter. Es ist halt so wie jede Beta. Man muss so viel pre-aim. Das ist krank. Weil die alle zurückschießen können. Dann muss man der Erste sein, der drin ist im Scope. Da kommen drei Leute. Man hört absolut keinen. Tja, moin. Jetzt kommen die wieder zu zweit. Den habe ich. Jawohl. Jawohl. So muss es sein. Dröhnchen. Jawohl. Schön. Ja. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade so rasiert. Oh mein Gott. Nein, 1-2 Heli, nein. Oh Gott, ich habe so rasiert gerade. Alter, wie die mich gejagt haben. Tschüss. Das ist so sweaty, Mann. Es wird für jeden Quadratzentimeter gekämpft. Oh mein Gott, das ist so sweaty, Alter. Teammate hat mich, glaube ich, gerade so krank gerettet. Nein, er ist hier, Digga. Oh mein Gott, was für ein OP-Spot. Oh mein Gott, Alter, das muss ich mir merken. Alter, da kannst du den Spawn ja komplett auseinandernehmen, ohne dass irgendwer was machen kann. Touché, Bruder. Gut gespielt. Oh mein Gott. Jetzt sind die hier gespawnt, oder? Er geht an meinen Spot, Digga. Er hat's gelernt, Merc, Digga. Merc, du hast gelernt vom Meister. Mann, hätte ich mir den Heli gerne geschnappt an der Situation da am Anfang. Geschnappt, Alter. Wallah, mein Name ist Schnoppy, der Krokodil. Feindliche Drohne, immer, immer wieder. Und ich bin immer alleine, logischerweise, weil ich den Spawn abgrasen will, aber es gibt keinen Spawn. Ja, von allen Seiten kommen sie dann. Oh mein Gott, ich habe richtig getrickshottet aus Versehen. Nein! Alter, Soundton ist ja so wichtig in dem Spiel. Los, Schubi. Alter, das Auto-Aim hat mir gerade so geholfen, diesen Kill zu machen. Oh, du kommst aus dem Keller. Ich wusste gar nicht, dass man da hin kann. Die Gegner kommen auch immer alle zusammen irgendwie. Kann es sein? Oh mein Gott, ich bin so One-Shot. Wenn der mich jagt, bin ich komplett... Okay, wir haben gewonnen. Alter. Mann, in so eine laufende Runde zu joinen, das ist echt nicht lecker. Das schmeckt nicht. Und immer da in diesem Headglitch, ey, da kommen die auch nicht weg. Okay, Leute, ich spiele zum ersten Mal diesen Nachtsichtmodus. Und die Gegner haben Drohne, perfekt. Ich join wieder nach, Digga. Ich join eh den ganzen Tag nach. Sieht irgendwie gruselig aus, Mann, wenn man hier so um die Ecken guckt, so wie bei Dingens Outlast. Oh, und die campen ja auch beim Nachtsichtmodus da oben. Wann campt ihr mal nicht da oben? Erzählt's mir bitte, ich würde es gerne hören. Ich höre euch den ganzen Tag zu, wenn ihr es mir erzählt. Endlich habe ich einen, mein Gott, ey, hat es gedauert. Ich hab's irgendwie geschafft, das zu überleben. Es war unmöglich. Ich mein's ernst, es war unmöglich. Boah, endlich mal hier eine kleine Szene, wo mal was abgeht. Er überlebt es, ich kann nicht mehr. Das Spiel hat wahrscheinlich die konstantesten Spawns aller Zeiten. Die spawnen immer noch auf der Seite, obwohl wir da schon 10 Mal waren. Also ich finde es gut, Freunde, ne? Aber muss ich natürlich erstmal dran gewöhnen. Aha. Der Unsterbliche. Ich hoffe irgendwie, dieses Nachtsicht bleibt ein eigener Modus, weil ich muss es jetzt nicht unbedingt permanent haben. Ich weiß nicht.
Alter, wie er beschossen wurde. Es ist ja wirklich die krasseste Szene der Welt gewesen. Hat ihn einfach nicht interessiert. Jawohl. Schon zwei geholt. Oh Gott, mit Shotgun, ist es sein Ernst? Oh mein Gott. Na komm her. Na komm her, ich sehe dich. Ich sehe dich. Wenn euch das Video gut gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Checkt auf jeden Fall auch das letzte Video ab und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.